zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein und jetzt soll dieses Video eben davon handeln, ein weiteres Video zum Thema Rente mit 40, ja, Frugalismus, aber es geht um eine ganze Menge mehr als nur Frugalismus. Und es geht einfach um Altersvorsorge, um 4%-Regel, es geht um Steuern, es geht um, wie bin ich in der Krise aufgestellt, Selbstständigkeit, Digitalisierung, ja, Familie gründen, ja, grundsätzlich geht es halt um Freiheit, ja, Satisfaction, Freedom und Geld, ja, die Mission ist Millionär, obwohl das ja nur symbolisch eigentlich gedacht ist, denn du kannst auch mit 500.000 Euro glücklich sein, ja, oder mit manche eben nur mit 10 Millionen und manche sind mit 100 Millionen nicht mal glücklich, da gibt es so einige Beispiele und deswegen möchte ich jetzt einfach mal einen Punkt rauspicken, ich verlinke euch auch dann das Buch unten. Einen Punkt ganz kurz rauspicken aus diesem Buch. Ja? Und zwar sind das die zwei Bereiche, die zwei Unterschiede, die rausgezogen werden auf Seite 118. Und der Unterschied zwischen Hedonismus und Stoiker. Ja? Der Begriff war mir persönlich neu. Der Begriff Stoiker aber ist eigentlich das Gegenteil von Hedonismus. Hedonismus wird ab und zu im Zuge unseres neoliberalen Systems und so weiter halt aus den Fugen geratenen Kapitalismus immer mal wieder auch gern von etwas linksgerichteten Wissenschaftlern benutzt, dieses Hedonismus. Aber letztendlich geht es einfach darum, dieser ewige Druck letztendlich. Du musst mehr, ja, also die Bucketlist, die 10 Sachen, die du auf jeden Fall noch erreichen willst und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz große Welle, die auch jetzt nach Deutschland absolut übergeschwappt ist und dessen Teil ich selber auch bin, ja. Ich habe mir ganz konkrete Ziele gesetzt, ich setze mich sehr stark unter Druck, ja. Ich meine, die meisten meiner ehemaligen Kollegen, die noch, sagen wir mal, vor 5, 6, 7 Jahren meine Kollegen waren, verdienen nicht mal die Hälfte von dem, was ich verdient habe in letzter Zeit. Und ich setze mich trotzdem weiterhin unter Druck, ja, weil ich so große, wahnsinnig große Ziele habe. Und das ist eben diese ganze Bewegung, die aus dem Hedonismus heraus entsteht. Ja. Es ist eigentlich nie genug. Ja. Punkt. Ja. Und Stoiker sind eben genau das Gegenteil. Und das ist eigentlich auch, ja, die ganze Schwierigkeit bei dem Thema Geld und glücklich sein und gleichzeitig zufrieden sein und Freiheit und all diese Punkte, denn da kommen eben genau zwei Welten zusammen. Deswegen ist es auch so schwierig, zum Beispiel irgendwie eine Schulung zu machen zum Thema glücklich sein und Zufriedenheit Frugalismus oder sowas, ja, und gleichzeitig Leute aber trotzdem zu motivieren, dass sie schaffen. Ja, dass sie Gas geben und so weiter, dass sie sich Ziele setzen, dass sie einfach nicht faul sein sind und so weiter. Also keine Yoga-Bumps werden, ne? Also so Hippies halt, ne? Die den ganzen Tag eigentlich nichts tun und trotzdem irgendwie glücklich sind. Ja? Und Bücher wie das hier fügen diese zwei Welten ganz gekonnt zusammen, lässt sich sehr leicht lesen, ist hoch, wirklich sehr empfehlenswert. Und da gibt es verschiedene Helferlines, da werde ich noch ein paar Videos draus machen, eine richtige Videoserie draus machen. Hier nochmal ganz kurz eine Sache kurz rausgepickt, weil ich habe jetzt extra noch kein Abendbrot gemacht, ne, wollte dieses Video, weil ich es versprochen hatte, unbedingt machen und raushauen und hochladen. Und habe dann erst was zu essen. Ich habe seit gestern kaum was gegessen, weil ich hatte eine leichte Magenverstimmung, also es sei mir gegönnt, dass ich dann auch mal wieder ein bisschen Abendbrot mache. Diese eine Sache, Stoiker, ja, die machen letztendlich die Visualisierung, die du hier zu Haufe hast, auch in YouTube und überall, ja, also aus dem Hedonismus, also, ja, wo du sagst, ich visualisiere, ich habe, wie ich Ferrari fahre, wie ich Bergsteige mache in Everest, wie ich 5, 10 Kinder habe, 3 Ehefrauen, ja, ich visualisiere all meine riesigen Wünsche und alles, ne, und was ich noch nicht habe, was ich erreichen will, ja, mehr erreichen will, mehr. Und
Der Stoiker, der macht es eben, der kehrt das ganze Spiel um. Ja, das ist so gesagt, die negative, nennt sich die negative Visualisierung. Ja, also negativ, was eigentlich sehr leicht falsch verstanden werden kann. Ja, Visualisierung oder Visualization. Ja, der sagt sich, der schließt die Augen, visualisiert, wie wäre es, wenn ich nicht mehr sehen könnte? Wie wäre es, wenn ich nicht mehr laufen könnte? Wie wäre es, wenn ich nicht mehr, was weiß ich, Sex haben könnte? Oder irgendwie sowas, ja? Und dann, ich könnte das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, das würde das und das und das für mich bedeuten. Und dann öffnet er die Augen und dann realisiert er, ich kann noch sehen, ich kann noch gehen, ja? Ich kann noch Sex haben, wow. Und hat einfach ein wahnsinniges Gefühl der Zufriedenheit und der Glückseligkeit, ja. Und ich denke, dass man, wenn man diese Dinge einfach kombiniert, irgendwo das Optimum ist. Und wie gesagt, wenn auch immer ich in der U-Bahn bin oder wo auch immer, ist ein sehr gutes, immer schnell ein paar Seiten lesen, ja. Und ja, das war's für dieses Mal und abonniert den Kanal hier, glaube ich, ja. Denn ich werde zu dem Thema noch mehrere Videos machen, weil ich denke, das ist ein wirklich springender Punkt, im eigentlichen Sinne erfolgreich zu sein und zu werden, ja. Weil es gibt zu viele Videos, die sind in Richtung gib Gas, 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 Gas bis zum Umfallen und drei Krankenhausaufenthalte, überspitzt gesagt, ich hatte einen letztes Jahr, gehören dazu, ja. Also so Dan Pena, ne? Der hat bis zum 60. Lebensjahr 100 Stunden gearbeitet, was weiß ich, ja. Und auf der anderen Seite hast du die Hardcore, also Hardliner, Fugalismus und so weiter, da wo manchmal nicht immer, einfach das Ganze zu sehr aus dem Verzicht heraus. Ja? Da geht es eigentlich, das ist mir auch ein bisschen zu deutsch, ehrlich gesagt, ja, diese Sparkultur, verzichten, verzichten, verzichten und so weiter, ja. Und dann stirbst du irgendwann, ist es auch vorbei, ne? Also hast auch nichts davon gehabt. Und so dieses Mittelmaß, dazu werde ich auf jeden Fall einige Videos noch drehen, denn ich denke, das ist der springende Punkt in wahrer Glückseligkeit, ja, und wahrer Zufriedenheit und eigentlich im eigentlichen Sinne erfolgreich werden und erfolgreich sein und auch erfolgreich bleiben, ja. Also, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, hier abonniert den Kanal, dann sind wir beim nächsten Video wieder mit zusammen. Dein Thomas Klein, ich freue mich auf dich und tschüss.